Jo, wunderschöne Grüße aus dem schönen Budapest. Hier scheint die Sonne, man sieht auf jeden Fall den blauen Himmel. Es sieht, glaube ich, schöner aus als in Berlin. Und ich wollte mich mal wieder melden, beziehungsweise ich habe ja letztes Jahr versprochen, dass ich meinen YouTube-Channel jetzt wieder etwas öfter pflege. Und das habe ich jetzt sozusagen, das tue ich jetzt gerade, habe ich jetzt sozusagen vor. Das hat auch natürlich auch schon wieder einen gewissen Grund, warum ich jetzt so gerade online bin oder wie auch immer. Ich habe nämlich jetzt letzte Woche einen Post gemacht auf Facebook. Da ging es so ein bisschen allgemein um die deutsche Porno-Landschaft. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel Feedback bekommen und ganz viele Fragen. Und ein paar haben sich sogar angegriffen gefühlt. Ja, war gar nicht meine Absicht, wenn ich ehrlich bin. Wobei vielleicht schon ein wenig pieken ist richtig, war vielleicht schon meine Absicht. Ja? Etwas pieken darf man ruhig sagen. Ja? Jetzt habe ich mir überlegt, genau, mich hier bei Facebook, bei YouTube zu melden, einfach, um das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher zu klären, was eigentlich abgeht. Und die Hauptfrage, die ich immer bekommen habe in der Vergangenheit, war jetzt, warum drehst du immer am Budapest? Das ist ganz einfach beantwortet, weil ich in Budapest die Darstellerin bekomme, um den Content für euch bereitzustellen, nachdem ihr so schreit und verlangt. Ja? Und ihr wollt 2 Updates haben, irgendwie die Woche und so weiter und so fort. Ja, das wollen wir euch auch alles geben. Und ihr wollt es ja am liebsten mit Deutschen haben. Das würden wir euch auch alles geben. Aber wir können es einfach nicht, weil die Ressourcen sozusagen, auf gut Deutsch gesagt, es nicht hergeben. Ja? Ressourcen hergeben heißt, mal aufpassen, wer hinter mir ist, vor mir ist, wir haben nicht genug gute Darstellerinnen oder auch überhaupt Mädels, die sozusagen bereit sind, für andere Produktionen als die ihre zu drehen. Es gibt einen riesigen Amateurmarkt in Deutschland, das stimmt. Diese Mädels, wir haben tolle Mädels, wunderschöne Mädels, die sind bereit, fast alles zu machen. Und da fragt man sich eigentlich, wovon redet der Stil da jetzt eigentlich gerade? Ganz einfach. Ist der Stil, schreibt auch, natürlich schreiben wir auch neue Mädels an, Newcomer, New Faces, ja, klar. Weil wir natürlich auch, wir wollen natürlich auch neue Gesichter ansprechen. Wir müssen ja auch nach neuen Talenten gucken, weil es gehen ja auch immer irgendwelche Talente. Meistens, ich sag mal so, die meisten hauen die ja nach 2-3 Jahren ab. So. Und dann wisst ihr selber, der deutsche Pornomarkt, der ist tot. Sowas von tot eigentlich, ja. Dass es überhaupt noch ein Wunder ist, dass es Typen wie mich gibt, die hier irgendwie über eine Art Pornolandschaft in Deutschland reden dürfen oder so. Weil die Wahrheit tatsächlich dann doch ein bisschen anders aussieht. Die Wahrheit in Deutschland ist, wir haben nur noch 3 Produktionsfirmen in etwa und ein großes übergeordnetes Unternehmen namens Beate Use, Beate Use TV, beziehungsweise Porno Premium, natürlich auch noch dazu. Und das war's. So, und wenn wir die anschreiben, die ganzen Amateur-Mädels zum Beispiel, wollt ihr für uns drehen, habt ihr Lust zu drehen, wir würden euch gerne buchen wollen, dies, das, jenes, ja, dann kommen leider immer wieder Absagen von den Mädels, was uns natürlich traurig macht und auch enttäuscht, weil wir euch den Content nicht geben können, den ihr haben wollt eigentlich, den deutschen Content. So, und das Problem ist, was kommt da als oft als Argument? Als Argument kommt dann zum Beispiel oft, für das Geld drehe ich nicht, ja. Okay, lass mal gleich das Argument mal so stehen, für das Geld drehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich völlig unabhängig von der Pornobranche, ich glaube, wir haben alle Abschläge gemacht in den letzten 10, 15, 20 Jahren, oder? Irre ich mich da irgendwie? Jeder vom Gaswasserinstallateur bis zur Bäckerfrau, bis zur Verkäuferin hat Abschläge gemacht. Nur unsere Amateure, die wollen gleich wie die Großen mitspielen. Ich mag die Einstellung grundsätzlich, aber da muss man auch was dafür geben können, da muss man auch bereit sein, was dafür zu tun. Und das ist das Problem. Die sind nämlich nicht bereit, wirklich was dafür zu tun und zu geben. Oder beziehungsweise, wenn man verstanden hat, wie ein Fake-Clip gemacht wird mit Fake-Usern und Fake-Cam, ist da schon die kreative Linie irgendwie raus. Und dann denkt man, man kommt irgendwie mit diesem Theater durch. Ich kann nur davor warnen, denn, was soll ich sagen? Die Auftragslage international geht überall massig zurück. Die ganzen Darstellerinnen und Darsteller haben wirklich Probleme, Jobs zu bekommen. Und wisst ihr, was die machen? Die treiben sich auf den Amateurportalen rum, ja, und machen das Geschäft, und dann machen euer Geschäft zu dem ihren Business.
Und das heißt, über kurz oder lang werden die euch alle ganz langsam richtig verdrängen. So, ich finde es eigentlich nicht witzig, weil es ist eigentlich schade, weil ihr nämlich schon alle viel länger dabei seid, ja, und so weiter und so fort. Aber ihr seid nicht bereit, euch weiterzuentwickeln. Warum warne ich jetzt nochmal darauf, mit dem weiterentwickeln? Ich sage euch was, diese ganzen internationalen Darstellerinnen und Darsteller, die haben internationalen Ruf, internationale Erfahrung. Die waren schon bei etlichen Regisseuren, die konnten schon einiges mitnehmen von Fotosets, Posen, Acting, Performance und so weiter und so fort. Die wissen, was sie tun. Die wissen ganz genau, was sie tun und die haben auch eine ganz andere Einstellung als Darsteller. Ja? Als Darsteller haben die tatsächlich noch die Einstellung, die wollen sich weiterentwickeln. Ja? Weil als Unternehmer, egal in welchem Unternehmen oder Business oder Branche du bist, musst du schauen, dass du den Wettbewerb stärken, ständig reflektierst, ja, im Wettbewerb, im Unternehmenswettbewerb und versuchst, auf gut Deutsch gesagt, dich wettbewerbsfähig zu halten. Ja? Das heißt, du musst dich verbessern. Wer rastet, der rostet. Wer schläft, der kackt ab. Wissen wir doch alle, kennen wir doch alle, oder? Habe ich da was verpasst? So, und wir haben also oft das Argument, das mit dem Geld. Ja, ich sage ganz ehrlich, heutzutage, wenn man sich irgendwie verändern will, muss man entweder Geld in die Hand nehmen. Ja? Das heißt, wenn man zum Beispiel mal sich einen Stripper-Kurs, einen Strip-Kurs oder sowas bucht, dann wo ist das Licht hin? Hier ist das Licht, warum denn hier? Ach Mensch, oh Gott. Ich will gar nicht mehr reinkommen, die Licht hier rein. Einen Strip-Kurs zum Beispiel buchen oder einen Pole-Dance oder was immer. Aber selbst der Beitrag im Fitnessstudio kostet Geld. So, und wir müssen alle irgendwie Abschläge machen oder Geld in die Hand nehmen, wenn wir uns verbessern und verändern wollen. Ja? Oder man macht einen Abschlag und sagt, hey, pass auf, ich nehme normalerweise 1000 Euro Gage, abgesehen davon, aber heute mache ich es dann halt nur für weniger, weil das Set ist cool, weil die Story ist cool, weil die Leute sind gut und ich kann am Ende des Tages sogar noch was mitnehmen, ich lerne sogar noch was. Und wisst ihr, warum das gut ist? Ja? Wir bekommen ja immer oft das Argument, ja, ich drehe eine Szene. Und ich habe ja nichts von dem Film und wenn ich das selber mache als Amateur oder so, dann kann ich ja noch an dem Clip über Jahre verdienen. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr euch zum Beispiel persönlich professionell weiterentwickelt, dann haben eure Kunden und eure Clips, die ihr in Zukunft produziert, auch für Jahre einen Vorteil. Also liegt es gar nicht mal so fern, sich zu verändern, zu verbessern. Und da kommen eigentlich jetzt die paar wenigen Produktionen ins Spiel, die wir noch in Deutschland haben, weil diese wenigen 3-4 Produktionen, die ich genannt habe, verfügen sozusagen noch über die Manpower, über die Fähigkeiten, ja, im Prinzip noch einen richtig guten Film zu machen. Jetzt habe ich schon oft das Argument gehört, ja, die Amateurclips sind ja viel echter als die guten alten Pornos, die wir hatten. Okay, ich weiß, wir hatten am Ende der 90er wirklich abgedrehte Pornografie, die wahrscheinlich nicht mehr zu realisieren ist für irgendeinen Privatgebrauch. Und ich kann auch verstehen, dass der Bürger regelrecht danach schrien, aber irgendwas mehr, womit er sich mehr identifizieren kann oder so. Und dass Amateurpornos deshalb auch megamäßig gefragt waren oder sind immer noch. Aber der Pornograf, zum Beispiel Tim Grenzwert, ich, ja, wir sind ja daran auch interessiert, echten Sex vor der Kamera zu zeigen und um echten Sex eine echte Message zu transportieren. Und der Unterschied zwischen einem Darsteller und einem Amateur ist eigentlich der Darsteller arbeitet für die Kamera. Ja? Und sobald du anfängst für die Kamera zu arbeiten, veränderst du nämlich auch deine ganze Denkweise. Und der Amateur arbeitet, ich sag's jetzt mal so doof, wie es klingt, er arbeitet eher für die Kohle. Ja? Er will am Ende des Tages den Clips verkaufen, ja, das ist eben das Hauptargument, Geld, Geld, Geld. Und das stimmt mich natürlich alles ein bisschen traurig. Ja. Ich wünschte mir etwas mehr Begeisterung und Motivation von den Amateurdarstellerinnen und auch von ihren Männern, die sie managen. Ey Jungs, jetzt mal im Ernst. Ihr beklagt euch, ja, der Jason Steele, der würde dann mit eurer Frau irgendwie einvernehmlichen Tantra da machen oder so. Ey, jetzt mal im Ernst. Denkt ihr, mein Schwanz ist gefährlich oder so? Oder wovor habt ihr Angst genau? Also ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, ihr sollt eure Frauen ja auch lieben. Ich will sie ja auch nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will sie ja auch nicht heiraten oder so. Ja? Aber irgendwie müssen wir auf den Punkt kommen, wenn wir alle weiterkommen wollen. Und ihr macht User-Drehs ohne Dokumentations- und nachweispflichtige Gesundheitstests und so weiter und so fort. Das macht ihr klar, auch mit Gummi ist das nicht viel sicherer. Und einem Darsteller erklärt er, ja, bei euch Produktionsfirmen, da läuft ja alles schief, da geht es ja noch viel, viel übler zu oder so.
Klar, wir hatten jetzt gerade einen Syphilis-Fall und in Europa diesen HIV-Fall. Das kann man ja auch noch mal so sagen, es war der erste HIV-Fall in Europa überhaupt in 20 Jahren. Ich sage euch aber ganz ehrlich, in 20 Jahren ein HIV-Fall in der Pornobranche. Ich weiß nicht, wie viel positiv getestet werden jedes Jahr in Berlin, aber es sind mehr, leider. Und da sollten wir alle mal wieder ein bisschen runterschrauben. Denn ich sage euch eins, wer erstmal drin ist, ja, mit regelmäßigen Gesundheitstests und so weiter und so fort, der fickt viel, der tickt viel besser am Set, weil er nämlich mit reinem Gewissen arbeiten kann. Ja? Und solche Leute achten in der Regel auch viel mehr auf alles andere, was danach noch passiert. Ja? Also dieses Thema bitte auch noch mal ein bisschen überdenken. Ja? Und man kann sich leider auch so eine Syphilis, ich sag's euch so wie es ist, die kann man sich bei einem feuchten Händedruck schon holen. Ja, die ist hochgradig infektiös. Deshalb heißt sie Syphilis. Ja? Hat nichts mit Bumsens. Bum zu tun. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja mal gespannt, ob ich für meine Ausdrücke hier gesperrt werde oder so. Ich glaube, das ist aber alles nur Straßenjargon. Also insofern haut das doch voll hin, oder? Wir werden sehen. Ich freue mich auf die Kommentare. Ja? Lasst was von euch hören und ich versuche mich auch öfter bei euch blicken zu lassen.